Moin, moin, lebenslang eins, Werder Bremen Fußball Fan Talk mit Scoop und Sepp. Montag, 31.05. Und es ist Zeit für die erste Enttäuschung von uns. Trainer Tedesco wird wohl den Verein Werder Bremen nicht verstärken. Das Thema ist wohl mehr oder weniger durch. Es fehlen noch die letzten Unterschriften. Markus Anfang von Darmstadt kommt zu uns. Scoop, wie ist dein Eindruck? Ja, moin Julia, moin Sepp. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, Tedesco, irgendwie hat man ja gemerkt, damit standen wir beide wohl alleine mit der Meinung. Aber Aber ganz alleine. ganz alleine, nur wir beide wahrscheinlich in ganz Deutschland und ganz Russland und was weiß ich wo. Aber mit Markus Anfang muss ich sagen, bin ich sehr positiv überrascht. Hatten wir beide nicht auf dem Schirm, weil er natürlich auch bei Darmstadt noch unter Vertrag war. Aber wir beiden haben uns seine Erfolge in Anführungsstrichen angeguckt, was er schon alles in der zweiten Liga geleistet hat, sein Punkteschnitt in der zweiten Liga und so weiter. Ich will nicht sagen, dass ich begeistert bin, das wäre, glaube ich, zu euphorisch, aber ich bin sehr, sehr damit zufrieden mit diesem Trainer. Ich glaube, damit kann man, Wortspiel, Markus Anfang, einen Neuanfang starten. Definitiv. Also ich bin sehr, sehr zufrieden, Sepp. Wie sieht es bei dir aus? Ja, genau. Wir hatten das ja auch dann schon immer kommentiert, weil sich das ja so am Freitag, Samstag irgendwann verdichtet hatte, das Thema mit ihm. Ich bin auch nochmal die ganzen Foren hier so ein bisschen durchgegangen. Ich glaube, dass da auch so die Tendenz ist zumindest, dass da alle Fans sagen, ja, ist okay, ist vielleicht jetzt nicht, bei manchen sagen so zum Beispiel Leitl wäre eine bessere Variante gewesen von Greuther Fürth. Aber ich glaube, dass jetzt sozusagen zumindest mehr als 50% sich mit dem erstmal anfreunden können. Ja. Ist natürlich jetzt nicht der riesige Wurf, aber wenn man absteigt, ist es ja auch schwierig, da jemanden zu bekommen. Und ich finde, der hat natürlich sehr viel Zweitliga-Erfahrung auch als Genau. Trainer. Genau. Hat das gut gemacht. Wir können ja nachher nochmal auf die Bilanz so ein bisschen eingehen. Und im Zuge dessen, es war ja sehr interessant, weil Freitagabend ja nochmal dieses Interview bei Werder TV auch frei empfänglich ist, glaube ich, ist immer noch, kann man, glaube ich, immer noch draufklicken, gab vom Frank Baumann. Baumann. Wir hatten es ja auch nochmal da reingepostet in die Kommentare von der letzten Aufnahme. Das fand ich ja sehr interessant, dass da dieser Weg gemacht wird, wie ein Trainer gecastet wurde, was ich mir hier nachher. Wir haben jetzt da gar nicht mehr so intensiv drüber gesprochen, aber was ich überhaupt nicht verstanden habe, wie man dann Genau. ständig darauf kommt, die U23-Trainer hochzuziehen, wenn man so ein vermeintlich gut ausgeklügeltes System hat mit Sportpsychologen und irgendwie Medienexperten in der Außendarstellung und dann holst du den da irgendwie. Entschuldigung, Fragekatalog von 35 Fragen, die alle zu dem Trainer passen müssen. Ne? Da war noch ein Fragekatalog von und die mussten alle zu diesem Trainer passen. Und wie du schon gerade geschildert hast, mit einem Psychologen noch dabei, mit einem Medien, wirksamen Star dabei und so weiter und so fort. Also da habe ich mich auch gefragt, warum wurde es dann Viktor Skripnik und Nuri? Kofeld, okay. So im Nachhinein hat er das, glaube ich, kann ich mir schon vorstellen, dass er da geworden ist. Aber ein Skripnik, wo war der denn medienwirksam oder so? Wo ist der denn auf die Medien zugegangen oder so? Oder ein Nuri? Gar nicht. Wie du schon gerade gesagt hast, da kann ich nur deine Worte wiederholen. Wenn es den, da stand 5 Jahre, gibt es diesen Fragenkatalog schon. 5 Jahre. Und da, warum sind es dann drei U23 Trainer geworden? Da habe ich mich auch Ja, gefragt, was ist denn da wahrscheinlich los? das Skripnik war ganz kurz noch vor dem Katalog, hatte ich jetzt mehr mittlerweile so. Okay, Weiß das man jetzt nicht stimmt. so genau, müssen wir nochmal gucken, aber trotz allem ist es eigentlich, ja. Aber ich, wie gesagt, wir haben es auch da reingeschrieben, ist ein bisschen mehr Richtung, also klingt gut und durchstrukturiert von Werder Bremen, aber wenn du sowas hast, frage ich mich, wie die an manch andere Entscheidungen immer treffen. Ja, Genau. also sprich, man hat ja gesehen, Köln ist drin geblieben, Funkel hat da seine Aufgaben gemacht. Wir hatten es ja schon mal erwähnt, Funkel wäre auch immer eine Option im letzten Jahr auch schon gewesen. Da war der auch schon voll bei Düsseldorf, glaube ich, nach der Hinserie irgendwann weg. Wir waren Ja. ja auch in Abstiegsnot. Und ja, man sieht ja, dann bleibt man halt einfach auch mal drin, ganz entspannt. Ne? So Das ist stimmt. das halt. Während wir da halt jetzt hier mit der zweiten Liga vor Liebe nehmen müssen. Und also. Wir müssen das auf jeden Fall selber gucken. Es passt irgendwie nicht zu dem, was die so machen. Ja. Das stimmt. Aber zum Thema Markus Anfang nochmal zu der Person. Wie gesagt, wir haben gerade schon kurz angesprochen, dass wir uns ja damit beschäftigt haben jetzt. Er hat eine super, super Zweitliga-Erfahrung natürlich, ne? Mit Köln damals, definitiv mit Kiel, damals aus der dritten Liga in die zweite Liga aufgestiegen, dann in die Relegation gekommen gegen Wolfsburg. Also zweite Liga kann er auf jeden Fall. Torverhältnis sprichst du gleich nochmal an. Du hast, glaube ich, die genauen Zahlen, die er als Trainer damals hingelegt hat, also sehr viel Offensivfußball. Ich habe auch mit einem Kölner Kumpel gesprochen, der sagte mir,
viel Offensive, wenig Defensive. Da dachte ich mir auch sofort, oh, der passt ja haargenau nach Werder Bremen. Das kennen wir ja schon seit Jahrzehnten so definitiv. Aber ich bin echt sehr, sehr positiv überrascht, weil der Name ja auch eigentlich aus dem Nichts erstmal kam. Ich denke an deine lange Trainerliste, da stand auch nicht drauf, aber weil er halt bei Darmstadt unter Vertrag war. Aber ich sehe der Sache jetzt positiv entgegen, muss ich ganz ehrlich sagen. Der kennt sich definitiv in der zweiten Liga aus. Baumann sagte, ein Trainer mit Erfahrung in der zweiten Liga. Und das hat der Markus Anfang definitiv. Da ist kein Diskussionspunkt. Er hat definitiv die Erfahrung in der zweiten Liga. Und das nicht nur ein Jahr, sondern mehrere Jahre. Genau, vielleicht jetzt direkt zum Werdegang. Wir verlinken das auch nochmal. Hatte Station bei Leverkusen in der Jugend vor allen Dingen, war dann da auch unter anderem U17 und U19 Trainer. Ist mit der U17, also ist ja dann B-Jugend, auch deutscher Meister geworden bei Leverkusen. Dann das Engagement in Kiel. Das ging dann jetzt hier, wenn ich mal die Zahl vorlese, 73 Spiele für Kiel insgesamt mit einem Punkteschnitt von 1,71, das ist Was natürlich dann sehr schon gut ist. recht gut, klar. Das ist die dritte Liga einmal, wo sie aufgestiegen sind, sicherlich ein guter Schnitt. Aber er hat ja, wie du gesagt hast, direkt weiter Gas gegeben in der zweiten liga auch, dann bis zur Relegation. Die haben sie dann, ich glaube, In relativ Wolfsburg. klar gegen Wolfsburg verloren. Zwei Niederlagen, meine ich. 3-1, 3-1, 1-0 oder so ähnlich war das Ja. genau. War auch so, dass dann im April, glaube ich, schon war die Verpflichtung schon klar für Köln. Also sozusagen vor Saisonende. Das ist natürlich auch mal so eine Sache, wo vielleicht manchmal die letzten paar Prozente fehlen. Man hat auch so ein bisschen jetzt hier bei Holstein Kiel auch so gemerkt, dass der Ole Werner ja immer im Gespräch war. Das hatte die Mannschaft auch nicht gerade geholfen. Zusätzlich noch Corona, hätte ich jetzt mal gesagt. Und die Köln, relativ interessant. Das habe ich mir auch noch genauer angeguckt. Die haben den nach dem 31. Spieltag gefeuert. Er hatte 6 Punkte noch auf die Relegationsplätze Vorsprung. Und die deswegen gefeuert, weil er 2 Niederlagen und 2 Unentschieden hatte. Also 4 Spiele nicht gewonnen. Lustigerweise wäre er mit den Punkten, die er da zu dem Zeitpunkt hatte, wäre er schon dann im Nachgang aufgestiegen. Und der Nachfolger oder Interimscoach hat dann noch 4 Punkte geholt, nämlich einen Sieg, eine Niederlage, einen Unentschieden halt. Ja, gut. Und wie ich schon gesagt habe, ich glaube, es waren 57 Punkte. Damit wären die eh schon aufgestiegen. Nachher war das Ergebnis dann halt 61. Also ein bisschen komisch da, warum man den dann da entlassen hat. Sei es Genau. drum, dann gab es wohl noch die Möglichkeit im letzten Jahr ein Engagement. Ich meine, ich glaube, es war Hannover oder so, aber es war aber Ja, da auch hat er ein stark. Angebot schon gehabt. Da hat er ein Angebot schon gehabt. Genau. Und jetzt Schnitt bei Darmstadt auch nicht so schlecht mit 1,54. Und Sepp, da Köln war fällt dir mal sofort, 1,8. Das war Entschuldigung, jetzt. da fällt dir mal sofort ins Wort, eine schlechte Hinrunde gespielt, aber eine überragende Rückrunde gespielt mit den Jungs, ne? Und Offensive, Dursun, 27 Tore, sein Torjäger wird Torschützenkönig in der zweiten Liga, was ja auch wieder ein Zeichen für sein Offensivspiel ist auf jeden Fall, Genau, ne? klar. 63 zu 55, Ja. also nach vorne hin super. Gibt es nur 4 Mannschaften, die besser sind, aber nach hinten natürlich auch Gegentore wie Absteiger. Ja, also so viertschlechteste Abwehr auch ungefähr. Ja. Es war aber, glaube ich, interessant. Ich glaube, es hat sich deutlich gebessert irgendwo nach der Hinrunde. Da muss ich gerade Genau. mal das mal überprüfen. Gehe mal ganz kurz hier rein. Die hatten nämlich sehr viele Gegentore. Ja, zumindest hat es ein bisschen stabilisiert. Also nach 17 Spieltagen hat er 32 Gegentore und das ist ja dann schon relativ viel nach 17 Spieltagen und Ja. hat ja dann jetzt muss ich mal ganz kurz mal gucken, was ich gesagt habe, wie viel hatte er am Ende? 55, dann haben 50. sie nur noch 22 da drauf bekommen, Also 23 da drauf bekommen. Also da ein super bisschen Rückrunde stabilisiert. gespielt. War auch viel Kritik, oder was heißt viel Kritik in den, wenn man so mal die ganzen Kommentare von allen gehört habe, ja, durchaus Kritik auch an den Spielweisen, auch in Kiel und in Köln, hat aber im Darmstadt zumindest auch sein System dann leicht geändert, um es ein bisschen Genau. zu stabilisieren. Also Genau. durchaus eine Anpassung. Ist jetzt mit 46 Jahren, war auch mal im guten Traineralter, hätte ich mal gesagt. Genau. Und laut Transfermarkt hat dann eine bevorzugte Formation im 4-1-4-1. Ja, das Thema ist, wie gesagt, noch nicht hochoffiziell, aber zu 95%, also 250.000 Euro Ablösekosten. Ist ja auch schön, dass alle Trainer immer Ablöse generieren, nur bei uns die Trainer nicht. Aber über Laufzeiten steht da jetzt noch nichts. Die Ja. Nachricht ist da relativ
Ja, relativ neu und man muss sich wohl nochmal mit Darmstadt sozusagen da einigen. Die müssen natürlich auch noch einen neuen Trainer suchen, so ist es ja immer. Deswegen hat es auch wieder alles gedauert. Aber es ist sicherlich eine sehr interessante Personalie. Für mich jetzt nicht so in der Außendarstellung der interessanteste Trainer vielleicht. Aber schlussendlich ist es ja auch scheißegal. Hauptsache, wir gewinnen wieder mal ein Spiel. Oder? So sieht's aus. Selber, aber ich wollte noch mal auf die Ablösesumme zu sprechen kommen. Was sagst du denn dazu, dass die 250.000 Euro hoch ist? Überhaupt eine Ablösesumme für einen Trainer ist ja jetzt gang und gäbe. 250.000 bei unseren finanziellen Möglichkeiten, die wir jetzt haben. Was sagst du dazu? Findest du das, ja, wie soll ich sagen, unnötig? Aber wenn du so einen Trainer haben willst, musst du es wohl heute zahlen, ne? Und 250.000 finde ich jetzt nicht arg viel. Also Haken dran, oder? Oder findest du das jetzt schlimm, dass wir 250.000 Euro Ablöse zahlen? Nee, ja, Ne, oder? gebe ich dir recht für 200. Also ich sage mal, hätte jetzt 2 Millionen gekostet oder so, dann würde ich Genau. jetzt sagen, für so jemanden, der nur zweite Liga ja als höchstes dann da trainiert hat, Genau. ist es ein bisschen merkwürdig. Ja. Weil dann hätte dem hätten vielleicht noch andere Vereine auf dem Zettel, aber für 250, ja. Ja, Da kannst du mal richtig. lieber noch den 35. Sozusagen Nachwuchsspieler, den du in den Kader holst, dann mal sein lassen. Ja. Ich bin mal gespannt, was natürlich geil wäre, ne? Wenn er den Dursohn von Darmstadt jetzt mitbringen würde, ne? Das wäre natürlich ein Volltreffer, ne? Ja, aber ich glaube, der geht ja woanders hin, ne? Oder Der wird mit Schalke in Verbindung gebracht und ich weiß nicht, ob er dann nach Bremen kommt. Keine Ahnung. Schalke zahlt, glaube ich, noch ein bisschen mehr als Werder, ne? würde ich jetzt auch so sagen, aber soll der auch noch nach Schalke gehen, meinst du? Ja, also das Schalke war nebendran. Definitiv. Terodde und Dursun waren im Gespräch. Okay. Angeblich auch noch hier für. Naja, vor Unterschrift bei Union Berlin angeblich. Bei Union Berlin sogar. Ja, okay, da kann natürlich Werder Ja, auch die nicht viel machen für. es auch wieder einen guten Job, ne, die Berliner. Das stimmt auf Ja, jeden Fall. also das ist eigentlich die heißeste Nachricht erstmal, dass es Ziemlich ein neuer, aktuell. jetzt haben wir natürlich wieder Wortspiel, dass ein neuer Anfang für Werder Bremen gefunden ist. Dann kommt es natürlich noch ganz dicke hier. Wir wollten ja, ich komme ja zu meinem Finanzthema nicht mehr, wir lassen es am besten auch für immer sein. Das lohnt sich ja hier nicht. Werder Bremen macht ja immer einen Strich durch die Rechnung. Erst machen die jahrelang nichts, jetzt geht's rund. Der Aufsichtsrat hat endlich mal getagt, gibt da auch Genau. Entschlüsse, haben sozusagen an dem Baumann erstmal weiter bestätigt, weil es ja auch kein Wunder. Einschätzung wisst ihr ja auch. Wir müssen auch mal die Kommentare hier bei unserem Kanal so sehen, dass jetzt da auch nicht wirklich viele Baumann-Sympathisanten da sind. Die Meinung teilen wir ja auch. Dann Philbry wurde quasi auch von dem bestätigt. Aber der Aufsichtsrat, vor allen Dingen die vier wiederzuwählenden Herrschaften, die treten jetzt nicht zurück, aber sie treten bei der neuen Mitgliederversammlung nicht mehr an. Das heißt, jetzt wird endlich mal die Mitgliederversammlung terminiert am 5.9.2021. Also das ist ja dann auch schon in ein paar Monaten. Und die Jungs ziehen sich ja quasi jetzt alle erstmal nicht zurück, sondern die lassen jetzt sozusagen ihr Engagement ganz normal bis zum 5.9. dann durchgehen, sodass dann sich ein neuer Aufsichtsrat bilden kann. Und das Ganze könnt ihr auch nochmal als Statement bei Werder TV, also nur 10 Minuten, auch relativ frisch, ist auch wieder frei verfügbar, kann man sich da auch nochmal angucken mit Bode unter anderem. Und ja, es ist wohl so, dass insgesamt noch 6 Leute im Aufsichtsrat sind und die anderen beiden, die noch dabei sind, sind Marco Fuchs und Axel Platt. Die gucken noch mal, die überlegen noch, die haben eigentlich sozusagen ein längeres Mandat, ob sie das auch verkürzen. Und die vier, die es betrifft, das müssen wir vielleicht die Namen nennen, aber wir machen euch auch noch eine Verlinkung, ist also einmal der Bode, Thomas Krone, Kurt Zech und Andreas Hötzel, die ja auch vor einigen Jahren durchaus mit Vorschusslorbeeren quasi gestartet sind, teilweise auch Unternehmer. Ich habe jetzt mal gesehen, in den Funktionen haben die aus meiner Sicht jetzt nicht wahnsinnig viele gebracht für den Verein. Weiß ich nicht. Man kriegt ja von denen auch meistens nichts mit, sondern nur von Marco Bode. Tja, was soll man dazu sagen? Es ist schon mal gut, dass sie jetzt mal diesen Weg machen und dass da ein bisschen sozusagen Schwung reinkommt. Ein neuer Trainer ist da, mal nicht von Werder Bremen, sicherlich auch gut. Bleibt irgendwie noch jetzt sozusagen aus unserer Sicht die Personalie Baumann, die man einfach jetzt nicht gespielt hat. Ja, und das müsste man dann
wahrscheinlich auch noch mal im September ändern. Oder wie siehst du das, was jetzt diese Konstellation angeht? Also mit dem Aufsichtsrat muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben noch vorletzte Podcast haben wir noch darüber gesprochen, dass in dem Verein nichts passiert. Jetzt passiert was, ist natürlich mit drei Ausrufezeichen, dass jetzt da was passiert. Auch dass ein Marco Bode sein Amt nicht mehr wieder haben will, sozusagen, finde ich schon arg hart, aber genau gerecht. Also ich wollte es nicht anders haben, du wolltest nicht anders haben. Es passiert was, es ist ein neuer Trainer da, neue Strukturen werden wahrscheinlich jetzt auch kommen durch einen neuen Aufsichtsrat. Jörg von Tocher da drin kann ich mir eigentlich ganz gut vorstellen. Dass Bode zurücktritt als Ikone ist schon sehr überraschend, aber da siehst du mal, dass er sich auch den Schuh anzieht des Abstiegs, meiner Meinung nach, sonst wäre er nicht zurückgetreten. Also ich finde das jetzt alles mit dem heutigen Tag, 31.05., hast du noch gerade so schön gesagt, die Nachrichten sind schon alle bisher gut. Jetzt warten wir noch auf Spielerverkäufe, noch auf neuen Spielermaterial und dann, wie gesagt, in 3 Wochen geht es schon los, aber mit dem Aufsichtsrat finde ich gut. Es passiert was bei den Vereinen, was wir wollten, es passiert was. Es wird umgedreht, es werden Ämter zur Verfügung gestellt. Also alles gut. Kurt Wie Zech war ja. siehst du das dann mit Richtung Frank Baumann? Also ich glaube, der spielt jetzt eigentlich um seine Position, hat ja noch einen Vertrag bis, ich glaube, nächsten Sommer. Und wenn es jetzt nicht läuft, würde halt der nächste Aufsichtsrat den austauschen, hätte ich es mal gesagt. Also auch schneller wahrscheinlich, ne? Wenn er jetzt bis zur Winterpause, wenn er da oben nicht mitspielt, irgendwie dann bei Platz 1 Ist er bis weg? 5, Ja. wird man Ist er da wahrscheinlich dann noch was machen. Also es wird ja sehr definitiv weg? interessant, wer da auch kommen kann. Es sind ja verschiedene sozusagen Konstellationen möglich, die da in den Aufsichtsrat kommen. Müssen wir vielleicht noch mal nach und nach vorstellen. Du hast ja mit dem Jörg von Thora noch mal jemand gesagt, den man vielleicht kennt. Ja, das muss man dann einfach mal sehen. Also, aber jetzt ist wenigstens was los. Genau. Deswegen gerne auch eure Meinung zu den Themen. Wie sieht's aus? Markus Anfang, wie gesagt, noch nicht unterschriftsreif, aber da wird wohl nicht mehr viel passieren. Das ist nur eine Frage von Stunden oder vielleicht von ein, zwei Tagen. Ah, stopp, was mir gerade einfällt. Hast du irgendwas gelesen? Wie in der Schule. Hast du irgendwas gelesen mit Co-Trainern oder so? Hast du auch noch nichts gelesen? Bringt er eigentlich Co-Trainer mit oder bleibt der Borowski? Ja, haben wir noch nichts von gelesen, ne? Ne, das weiß ich auch nicht, wie es da Da bin ich mal aussieht. gespannt. Ja, muss man vielleicht auch sich auch einigen. Klar will da sicherlich ein oder zwei mitnehmen. Wie ist es halt bei Darmstadt auch, glaube ich, solche Thematiken. Also es ist ja nicht mehr so einfach. Manchmal bleiben ja auch welche da. Vielleicht gibt es ja auch für einen Co-Trainer manchmal eine Chance. Ne? Weiß man ja nicht, wie ehrgeizig die sind. Gerade was Thema Borowski. Borowski hat jetzt seinen Fußballlehrer, ja, dieser Zankovic, der zweite Co-Trainer, wurde ja in den höchsten Tönen gelobt. So viel hat er jetzt nicht zustande gebracht, also wäre das aufgestiegen. Da bin ich mal echt gespannt, ob sie sich von einem trennen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich von Borowski trennen. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, aber gut, sie haben ja beide jetzt nicht viel gebracht, in Anführungsstrichen. Ne? Also ich weiß nicht, welche Aufgaben das war, außer Hütchen aufzustellen. Ja? Also jedenfalls hat anscheinend keiner von den Standardsituationen trainiert. Sonst hätten wir Doch, das hätte vielleicht. ja der Gruev gemacht, der ist doch nach Bielefeld gegangen. Bielefeld ist drin geblieben, verstehst Ja, siehst du mal, ja. Und guck mal, aber der ist auch in der Saison, glaube ich, gewechselt oder so, ne? Ja, sicher, natürlich. Der wurde Irgendwie nach. letzte Saison war der noch für Standard zuständig, dann wurde der, glaube ich, so irgendwie aufs Abstellkreis hier mit irgendeiner anderen Aufgabe gemacht, Genau, Scouting oder so, Scouting. ja. So, Genau. Ja, da und dann siehst ist du er, mal. meine ich, am 20. Spieltag oder so ist er erst nach Bielefeld gegangen. Der ist nicht irgendwie früh, sondern am 20. Spieltag oder so. So, da hattest du wie viel Vorsprung vor Bielefeld? 11 Punkte, glaube ich, oder? Ja. Gut, Also dass wir nichts drüber lachen heißt, man können. weiß da, ob man in Bielefeld drin bleibt, ne? Oder drin Ja, geblieben ist. So sieht das nämlich eigentlich aus. müssten uns jetzt die Tränen kommen vor Trauer, aber jetzt können wir ein bisschen drüber lachen. Das ist echt unglaublich, ne? Wenn du sowas wieder liest. Unglaublich. Ja, das ist wirklich so. Ich habe jetzt natürlich nochmal was kommen, das müssen wir nochmal als Highlight zwischendurch noch kurz einblenden lassen, weil Ja. es so zu Werder Bremen passt. Da lief ja am Wochenende hier im Champions League Finale in Porto. Wenn man das gesehen hat, auch ein schönes Stadion. Dann guckt man sich da mal an, wie teuer das Stadion war, hat knapp 100 Millionen gekostet. Dann guckst du dir an, wie teuer das Stadion, der Umbau beim Weserstadion war, 80 Millionen. So. Also, so viel mal auch zu wieder der Tölpelei hier im Verein, wie man halt das Geld verprasst ohne Ende und jetzt auch nichts, was jetzt sozusagen Erhöhung der Zuschauerzahl oder der Plätze oder so angeht. Klar, du hast ja diese Außenhülle, du hast dann du hast die Fans näher ans Feld gebracht, alles klar. Aber ich meine, sozusagen in dem Verhältnis dafür, dass du dann doch ein recht schickes Stadion in Porto komplett bekommst. Und hier halt diese Umbaumaßnahmen ist das finanziell nicht wirklich so toll. Es sind zwar ein paar Jahre Unterschied, aber trotzdem müssen wir ein Verhältnis sehen. Also, was da für ein Geld verprasst wird,
Sepp, über dieses Thema reden wir beiden schon mindestens 5 Jahre, wenn nicht sogar schon 7 oder 8 Jahre. Ich war gerade gut drauf. Jetzt hast du mich gerade wieder dazu erwischt, dass meine Laune wieder schlechter wird. Da darf man gar nicht drüber nachdenken, was Werder Bremen. Da fing doch die ganze Scheiße an. Ich rede mich jetzt schon wieder in Wallung. Borussia Mönchengladbach, FSV Mainz 05, haben sich für 60 Millionen ein neues Stadion gebaut. Ja, natürlich, irgendwo im Industriegebiet, wo kein Mensch hin will. Aber für 60 Millionen steht da ein nagelneues neues Stadion. Werder Bremen für 80 Millionen, ich wiederhole mich, für 80 Millionen bauen die das Stadion um und die Zuschauerkapazität wird noch nicht mal erhöht. Ja, toll, du bist jetzt näher am Platz, aber sonst ist nichts passiert für 20 Millionen mehr. Und jetzt kommt das noch mit Porto, ey, da packst du dir nur am Kopf. Hat der Aufsichtsrat das auch damals bestätigt oder unterschrieben? Wahrscheinlich, also gut, dass sie jetzt endlich zurückgetreten sind. Also es geht doch in meinem Kopf nicht rein, jetzt mal ganz ehrlich. Vor allen Dingen, ich sehe doch, was meine Konkurrenten in der Bundesliga machen. 60 Millionen, ich wiederhole mich, 60 Millionen Mainz, 60 Millionen Gladbach. Wie kann ich dann für 80 Millionen Stadion umbauen, wo noch niemals die Zuschauerkapazität erhöht wird? Was ist das für ein hirnrissiges Verhalten von Werder Bremen? Herzlich willkommen, zweite Liga. Da hat es doch schon angefangen. Ja, das war dann aber hier ich glaube, Ende der Nuller Jahre bei Werder. Und jetzt muss ich dich leicht korrigieren. Kein Angeblich Thema. 87 Millionen für den Borussia-Park in Gladbach. Okay. Aber wie du gesagt hast, irgendwo weit draußen. Und das ist ja dann wirklich ein plattes Land und ganz neues Genau. Stadion. Also da kannst du ja nichts mehr mitnehmen. Aber das ist natürlich auch, ja, da fragt man sich, warum man diesen Weg. Und ich weiß, dass damals mal so eine Diskussion war, dass man davon weggeht. Ich glaube, entweder. Ich weiß nicht mehr genau die Bezeichnung, aber da gab es irgendwelche Freiflächen, da hätte man das mal machen sollen. Naja, gut, aber das ist halt auch eine gewisse Art der Unprofessionalität, auch wenn das Flair natürlich am Weserstadion sehr schön ist, aber man will das ja immer wieder alles da in diesem am Osterdeich so belassen und das macht halt einfach keinen Sinn. Auch einfach in Deutschland muss man einfach so sehen, du kriegst ja ständig auch irgendwelche neue Auflagen. Wir mussten ja das Stadion auch nochmal sichern gegen Hochwasser und so weiter. Auf Dauer bringt es ja nichts, ne? Also Nostalgie hin oder her, aber es bringt dich ja nicht weiter, weil du auch dann zu viele Sachen hast, ne? Was weiß ich, dann nisten da noch irgendwelche Möwen oder so, dann musst du irgendwann das ganze Stadion auch schließen. Also wird ja nicht besser. Ganz provokative Frage. Champions League im Industriegebiet in Osterholz-Scharmbeck oder zweite Liga im Weserstadion? Jetzt suchst du dir aus, was dir lieber ist. Das ist doch. Ich will wieder ein Champions League Ticket haben. Ich war nämlich da vor Ort bei den Champions League Spielen. Ich auch. Drei Heimspiele gab es damals im Paket. Die hatte ich definitiv. Ja, Ich habe ich Messi weiß nicht, mit ich habe Barcelona und viele so gesehen. Champions League Heimspiele gesehen und Ja. habe dann, ich weiß noch, wie wir gegen Barcelona gespielt haben und da Messi reinkam. Da war der irgendwie Genau. 18 oder 19 oder so, bei Barcelona hat 1-1 noch geschossen. Genau richtig. Aber ich war auch beim Sieg bei Real Madrid, wo Sanogo da das Kopfballtor. Sanogo, glaube ich. Ja, Flanke von Rosenberg, glaube ich. Rosenberg ist rechts an der Seite abgegangen wie Zäpfchen, Flanke rein. Sanogo, ich meine mit dem Fuß, aber ist jetzt auch egal, hat er Das den ist hier gemacht. gegen Valencia, aber ist auch egal. Juventus Und guck Turin mal. war ich da. 3-2. Nach 1-2 Rückstand nur 3-2 gewonnen. Johan Miku, Kopfball nach einer Ecke. Das waren Zeiten. Ja, oder nicht? Und jetzt? Zweite Liga. Jan Regensburg, Heidenheim. Genau. So sieht's aus. Diese Mannschaften kommen jetzt. Aber hat auch was. Lebenslang grün-weiß, scheißegal. Nur wenn man sowas mal erlebt hat und dann sieht, was der Verein in den letzten Jahren alles falsch gemacht hat. Und das Allerallerschlimmste, ich habe es ja nie getraut, das anzusprechen, aber jetzt ist der 31.05., jetzt spreche ich es an. Wir haben sogar den HSV gelacht jahrelang, ne? Wir sind kein Deut besser als dieser HSV. Wir sind kein Deut besser. Und ich garantiere dir auch, wären wir dieses Jahr nicht abgestiegen, wären wir nächstes Jahr abgestiegen. Weil es wird ja nichts besser. Beim HSV war das auch immer so weiter. Immer so weiter. Und über die haben wir uns totgelacht. Jetzt kriegen wir das Karma zurück. Jetzt sind wir genauso weit. Und hoffentlich kommen wir in der zweiten Liga vor denen in der Tabelle. Das verspricht ja auch keiner. Das ist das Allerallerschlimmste an der ganzen Situation. Über diesen Verein habe ich mich jahrelang kaputt gelacht. Ja, da siehst du mal, dass du dich in meinem Zaun halten sollst. Ja. Aber du weißt ja, meine Emotionen müssen raus. Das geht nicht Ja, anders. Das ja. geht nicht anders. Alles gut, alles Definitiv. gut. Jetzt wollte ich ja eigentlich noch mal ein bisschen mit dir sprechen über, jetzt sind wir ja voller Euphorie, ihr tut sich wenigstens was. Jetzt gibt es natürlich da trotzdem ein Problem. Gähnende Leere auf dem Spielermarkt. Ja, also da tut sich überhaupt nichts. Das Einzige, was ich jetzt noch mal mitbekommen habe, dass es vielleicht noch mal die Möglichkeit gibt. Ich glaube, Behrens heißt der von Sandhausen, den Stürmer. Der reißt uns richtig raus. Der Kevin, ne, dass der Garantiert Tore? jedenfalls, 20 Tore? Ja, ne? ja, ungefähr, Ja.
So, Mit der Vorbereitung zusammen, ne? Gegen Kreisliga-C-Spiel oder was? genau, da wird halt gesagt, dass der vielleicht noch eine Chance hat, ist aber auch in Kiel wohl nochmal eine Möglichkeit, könnte auch nach Darmstadt wechseln. Aber gut, das ist jetzt hier, ich habe gerade mal die Daten geöffnet, der ist jetzt auch 30. Ja, ich weiß jetzt nicht, der hat gut, zweite Liga hat 13 Tore jetzt geschossen in 32 Einsätzen. Ist ja okay, aber. Neuverpflichtungen sind natürlich ganz, ganz wichtig, bin ich bei dir. Aber ich werde erstmal jetzt, bin jetzt mal gespannt, wann wir mal endlich die Spieler loswerden. Wir haben es letzte Mal schon gesagt, letzte Woche Freitag haben wir es schon gesagt. Was ist mit ein paar Pavlenka, Augustin? Ich muss die ganzen Namen jetzt nicht nochmal aufzählen. Da passiert ja gar nichts. Kannst du mir erzählen, warum da nichts passiert? Das einzige Gerücht, Pavlenka wird mit Beşiktaş in Verbindung gebracht, ne, habe ich gelesen. So, was ist denn Ja. mit den anderen allen? Also wir brauchen doch Geld, wir brauchen finanzielle Mittel, da muss ich doch jetzt Spieler verkaufen. Da muss doch jetzt was passieren. Du hörst gar nichts. Oder spielt noch ein Rashid, wie sie alle heißen, nächstes Jahr in der zweiten Liga bei uns. Ich weiß es gar nicht. Anscheinend ist es ja so entspannt hier, dass die jetzt auf den Trainer warten und manche noch gar keine großen Aktivitäten haben jetzt, dass die weggehen. Aber Rashica hat ja, ne, 15 Millionen Klausel, ist ein bisschen schwierig. 30 Millionen wollen wir einnehmen, habe ich nur gelesen. Ne? 30 Ja. Millionen Transfererlöse wollen wir haben. Interessanterweise haben sich ja mittlerweile auch andere gemeldet. Ich glaube, bei Schalke ist es auch so, dass die eine ähnliche Konstellation haben mit gegebenenfalls Genau. Punktabzug. Ich glaube, die müssen auch einiges verkaufen. Genau. Selbst Köln ist auch so, dass die jetzt da mal öffentlich gesagt haben, ich glaube, die müssen auch 20 Millionen noch Spieler verkaufen. Also, während wir es ja sehr transparent gemacht haben, kommt das so nach und nach auch durch, dass da viele Vereine auch auf Transfererlöse angewiesen sind. Tja, also mir kommt es mittlerweile auch so vor, dass man das jetzt hier als große Sanierung so sieht. Irgendwie das Thema ein bisschen überspitzt formuliert, als hätte man das mal absichtlich hier gemacht. Ja, und es wird jetzt mal sehr interessant sicherlich, wenn der Trainer jetzt mal vielleicht Dienstag oder Mittwoch unterschreibt, wie es dann weitergeht und ob wir jetzt mal in den nächsten 1, 2, 3 Wochen, tja, ich sag das so locker, ne? Also die Vorbereitung ist ja schon bald. In drei Wochen beginnt die Vorbereitung. Da Genau, ist der genaue Termin steht ja noch nicht fest, weil Baumann hat immer gesagt, sagt der Trainer, legt der okay. Trainer fest, aber Okay. jetzt müssen wir hier, jetzt machen wir nochmal, weißt du auswendig den Rahmenterminkalender, wann es Ja. wieder losgeht? 23. Juli, erste Meisterschaftsspiel in der zweiten Liga. Und ich habe gelesen, um den 20. Juni, deshalb spreche ich die ganze Zeit von 3 Wochen, um den 20. Juni soll Trainingsstart sein. Und du brauchst ja auch einen Monat Vorbereitung. Es wäre ja dann fast genau ein Monat Vorbereitung. Das brauchst du ja auch. Ich rechne das gerade auch hier. 20. Ja, warte mal, lass mal gucken. 1, 2, 3, 3, 4. 4 Wochen, dann wäre es 18. Juli. Und wann soll es losgehen? 23. Ja, hättest du 5 Wochen. Ja, und die brauchst du doch. Normalerweise sagt man immer Vorbereitung 6 Wochen, habe ich noch im Hinterkopf. Man sprach immer von 6 Wochen Vorbereitung. Und Hätten du wir hast auch jetzt schon sonst um 5 Wochen. gesagt, ja. Und wie gesagt, und irgendwie Trainingslager im Zillertal soll auch irgendwie nach vorne verschoben werden, glaube ich, habe ich irgendwie gelesen. Ja, Wollen sie bleibt doch bei nicht. einem, ne? Ich glaube, es war noch Genau. vorher mal ein zweites im Gespräch, aber es ist Genau. nur eins. Genau. Ja, gebe ich dir recht. Ja, aber 5 Wochen, klar, das ist ja auch, eigentlich machst du, wie du sagst, 6 Wochen. Du musst ja auch, wenn man jetzt nochmal sozusagen sich in Erinnerung ruft, wir haben das vorher gemacht, die fangen ja an. Teilweise haben die sich sonntags erstmal getroffen, haben mal so ein bisschen Laktattest. ihr Laktattest gemacht, dann ging das langsam los. Eine Woche war nur Laufen, so ungefähr, so ein bisschen mit leichten Ballübungen. In der zweiten Woche wurde es dann langsam ein bisschen mehr. Dann kam noch ein Freundschaftsspiel dazu. Also, das ist ja mit 5 Wochen, ist das ja auch dann schon relativ knapp. Ja. Genau. Und nochmal, du musst ja auch in den 5 Wochen eine Mannschaft formen. Wie willst du eine Mannschaft formen, wenn du immer noch keine Spieler verkauft hast und noch keine Spieler geholt hast? Machst du dann ab dem 5. Spieltag hast dann endlich deine Truppe zusammen oder wie ist das? Ja, das Problem ist ja auch noch, das Transferfenster ist ja genauso lang offen wie Ende sonst August. auch. Ja, das heißt, da hast du ja schon nachher 5 Spiele, wie du gesagt hast, 5 Spieltage gespielt, da Ja, hast du erst einen so Kader. meine ich das. Ja. Okay, du hast noch die erste DFB-Pokalrunde, die ist wohl vom 6. bis 9. August, habe ich jetzt gelesen. Also wir haben schon 2 Meisterschaftsspiele, bevor wir in den DFB-Pokal gehen. Ne? Das hatten wir auch noch nie. Sonst hatten wir immer erst DFB-Pokal Naja. und Meisterschaft. Haben wir jetzt auch das allererste Mal, dass wir davor 2 Meisterschaftsspiele haben. Definitiv. Ja, also sehr, sehr, sehr spannend alles. Genau. Wie schätzt ihr das ein? Wie ihr wisst, ne, wir freuen uns immer über die Kommentare. Lasst auch gerne Abos mal da. Wir machen ja immer Montag und Freitag hier unsere Talksendung.
Ja, wen seht ihr? Wir können es, haben das noch gar nicht gemacht. Sollten wir vielleicht für den Freitag mal jetzt vorsehen, dass wir mal die Mannschaft nochmal durchgehen, wer da vielleicht noch bleibt, dass man so ein bisschen Korsett aufzeigt. Aber wenn ihr jetzt auch schon der Meinung seid, hier, guckt mal, die fünf sollten mal den Verein verlassen als Spieler oder das ist meine erste Elf für die neue Saison, gerne schon mal einfach reinschreiben in die Kommentare. Das ist ja auf Zwei jeden Fall Spieler auch sollen sich ganz bekannt haben, wichtig. ne, Sepp? Ja, Zwei bitte. Spieler sollen sich bekannt haben. Der Woltemade und der Möwald. Die sollen beide gesagt haben, dass sie bleiben. Ja, okay, wegen dieser Instagram-Post hast du mal gesagt. Ja, okay, ja. Gut. Das war jetzt auch kein. Eras wird ja wohl auch bleiben. Ja, er wird das. Der ist gut. Eras ist der Beste für mich. Beste Neuzugang, den Werder je hatte. So, und man muss man einfach mal schauen. Und klar, würdest du jetzt auch einiges noch bekommen, wenn du jetzt natürlich so ein Sargent und Friedel noch verkauft, Augustinsson, ein paar Flenker und Raschitzer würdest du ja schon noch was bekommen oder Eggestein. Aber es bleibt abzuwarten, was jetzt passiert. Erstmal jetzt die Nachrichten, neuer Trainer ist da, Aufsichtsrat hat nur noch ein paar Monate vor sich, werden auch neue Leute kommen, es tut sich was im Verein, ist sicherlich noch alles nicht genug. Und ich finde, es dauert halt alles trotz allem jetzt sehr lange, weil mit Darmstadt und Anfang hätte man das nicht auch schon irgendwie vor 5 Tagen machen können. Ich glaube schon. Ne? Ich weiß nicht, was sie hier machen. Wahrscheinlich. War der jetzt noch auf Mallorca den ganzen Tag oder was? Hat Ja, er da keine gemacht? Ahnung. Haben sie keinen Wird wohl Flieger so mehr gewesen bekommen? sein. Ist das Geld für den Charterflieger wieder vorbei? Also, das dauert halt alles sehr extrem lange, ne? Und das ist auf Dauer irgendwie ein Problem. Nochmal mit dem Hinterkopf, wir haben es gerade gesagt, dass es Mitte Juni halt wieder losgeht. Sonst würden wir beiden würden ja gar nicht so trampeln, wenn wir sagen würden, so, wieder Bundesliga beginnt, ne? 2. August-Wochenende, bis dahin ist noch genug Zeit. Aber nein, in 3 Wochen. Es muss ja normalerweise, wenn du doch vernünftig in die Saison starten willst, muss in 3 Wochen zu meiner Meinung nach zu 90% der Kader stehen, oder nicht? Und in 3 Wochen wird der Kader vielleicht zu 50% stehen, meiner Meinung nach. Ja, klar. Oder? Normalerweise schon. Also bringt ja nichts mit denen. Das ist ja nur, wenn du arrivierte Spieler hast, die jetzt sozusagen Nationalmannschaft weg sind, die lange dabei sind, dann kannst du ja gut integrieren. Du hast jetzt quasi ja schon ein klares Fundament. Dann ist es okay. Aber wenn jetzt hier vielleicht bis zu 10 Spieler den Verein verlassen, gebe ich dir Genau. vollkommen recht, das ist ein großes Problem. Ja? Also du hast einen neuen Trainer, du hast dann auch vielleicht nochmal 10 neue Spieler, die kommen, Genau. ob es jetzt für Jugendspieler sind oder von anderen Vereinen. Das wird auf jeden Fall eine Mammutaufgabe da. Und wenn du jetzt dann Wir noch beiden bis. verstehen uns doch, höre ich doch schon wieder. Du weißt ja Ja, genau, was ich meine. naja, wenn Okay, du gut. Leute noch einmal irgendwie am 4., 5. Spieltag noch verkaufen musst, Ja. ist das halt auch Murks. Ja, der spielt ja nachher 5 Pflichtspiele, hat er 3 Tore geschossen und dann geht er jetzt weg. Ja, also. Und nochmal, was macht eine Vorbereitung? Wir reden gerade von einer 5-wöchigen Vorbereitung. Was macht die aus, wenn du danach echt auf einmal noch, ich nenne jetzt einfach mal eine Zahl, danach auf einmal noch 6 Spieler verkaufst? Was bringt dir dann die Vorbereitung? Ja, die Frage ist halt nicht, ob du jetzt schnell Gas geben musst und deine ganzen EM-Fahrer halt schon mal alle verkaufen Ja, sollst. die Ja, müssten schon weg sein, natürlich. weil die brauchst du jetzt eh Unterschiede. nicht mehr, weil die kommen Genau. ja eh erst dann, das geht ja bis zum Anfang Juli, 11., ne? 11.7. oder so ist das Ja, dann, ne? irgendwie sowas. Ja, ich meine auch irgendwie sowas in der Art, ja. So müsste ja aber das 11. Juli, genau, das könnte ein Sonntag, das könnte ja das Finale sein. Finale So. sein, ja. Das heißt, da spielt ja, gut, so, vielleicht kommen die jetzt nicht so weit. Muss man mal gucken, wie stark Tschechien, Schweden und zum Beispiel Österreich dann sind. Aber trotz allem sind die ja dann da. Das heißt, die fehlen ja auch dann. Und das wären ja eh die Kandidaten, die du abgeben würdest. Das ist richtig. Und ich finde halt in der Abwehr, aber das müssen wir am Freitag mal dann ausführlicher besprechen, dass wir da auch echt wenig Leute, glaube ich, haben, gerade eben. Ne? Genau, ab Mittelfeld und Angriff ist, glaube ich, alles in Ordnung. Nur Abwehr, Moisander weg, Theo weg, Ömer, Toprak wird abhauen, Veljkovic wird abhauen, Friedel wird abhauen, Agu steht bei Wolfsburg, Frankfurt, sogar in England auf der Liste. Also Abwehr wird unser ganz großer Torhüter auch. Kommt Capino wieder, kommt Capino nicht wieder. Auch eine große Baustelle, sage ich jetzt mal so. Also Abwehrbereich haben wir eine riesen Baustelle. Aber das ist dem Anfang ja egal, ne? Der macht ja nur immer offensiv. Immer offensiv, immer nach vorne. Der guckt gar nicht nach hinten, der guckt nur nach vorne. Ja, also super. Ne? Erinnert sich Seine Einstellung an ist, das 5:4 gegen Hoffenheim damals. ich wollte es gerade sagen, seine Einstellung ist ein Tor mehr schießen als der Gegner, dann wird es auch mal ein 5-4. Das wollte ich nämlich auch alles sagen. So sieht's aus. Okay, in dem Und, Sinne. Entschuldigung nochmal, und Toprak 3,5 Millionen, 50% sind 1,75 Millionen, der wird nicht bei uns bleiben. Werder wird ja nicht 1,75 Millionen in Toprak zahlen.
Und wenn, dann müssten sie alle verhaftet werden, wenn sie das machen würden. Der muss ja, Ich merke der schon, muss ja gehen. ich habe durch das Stadion habe ich dich wieder habe ich dich wieder erwischt. Ja. Du warst kurz davor zu sagen, hier Montag, Sonne, alles super, macht euch eine tolle, tolle Woche. Genau. Der Verein, der ist jetzt schon deutscher Meister die nächsten 10 Jahre, die Bayern, die gar kein Problem demnächst. So sieht's aus. Aber jetzt bist du wieder dabei, genau. Danke für das Stadion in Porto. Da hast du mich auf den richtigen Nenner gebracht. Okay, ja. Okay. In dem Sinne, macht euch eine schöne Woche. Gerne schreiben, was ihr von Markus Anfang haltet. Wie jetzt mal kurz nochmal zusammengefasst, wir halten den für durchaus eine interessante und zumindest eine Lösung, die man auf jeden Fall Vorschusslorbeeren erstmal geben kann. Erfahren für die zweite Liga könnte genau der richtige Mann sein für den Moment. Persönlich hätte ich jetzt mal gesagt, wäre jetzt keiner perspektivisch, wo ich sagen muss, der müsste dann auch in der ersten Liga Werder Bremen ungefähr unbedingt trainieren, aber gebe ihm erstmal die Chance. Schön, dass der Aufsichtsrat zumindest nicht mehr wieder antritt. Und am Freitag werden wir uns mal ein bisschen mit den Spielern, die dann noch da sind, vermutlich alle, die auch heute noch da sind, Ja, wahrscheinlich. unterhalten. Und wenn es natürlich was gibt, schreiben wir euch auch nochmal was in die Kommentare. In dem Sinne, gerne Likes da lassen, Kommentare und auch abonnieren. Am Freitagabend geht es wieder rund bei Lebenslang A1. Von mir natürlich auch eine schöne Woche. Ich kann nur die Worte vom Sepp natürlich nur bestätigen. Sehr viele Kommentare schreiben, gibt es uns Likes oder Dislikes, wie ihr. Eure Meinung ist gefragt, auf jeden Fall bei uns. Und kleiner Tipp, heute Abend U21 EM-Viertelfinale Deutschland-Dänemark. Wenn ihr nichts vorhabt, könnt ihr euch das heute Abend angucken. In diesem Sinne, lebenslang Grün-Weiß. Oh, yeah.